Oh Mann, ey, oh boy. Okay. Ist die Frage, gehe ich kurz zurück und speichere die Seelen ab? Dann sind aber alle Gegner wieder da. Wie es klang, ey. Als ob man bei Silkworm so ein Upgrade verschossen hat. Ich glaube, du bist aber auch der Einzige, der weiß, wovon ich rede. Aber auch nicht schlecht. Ach komm, ich fand die ganze Zeit auf den Kopf mit dem Backjumpen, aber der ist einfach zu schnell. Da oben versuche ich jetzt hier, da war ja nichts, da oben versuche ich nicht nochmal rüber zu springen. Der Drache erscheint nicht nochmal. Man könnte auch einfach ein Schild hochhalten, während man auf den Sprung wartet. So. Naja, dafür machen die es irgendwie wieder zu selten gefühlt. Ah, ich habe zu wenig. Könnt's auch versuchen. Ist irgendwie ein bisschen ungewohnt, dass man einfach die ganze Zeit das Schild hochhalten kann. Das kostet einem nicht irgendwie. Stamina oder so. Oft ist es ja in so Spielen, dass man nicht die ganze Zeit einfach blockend durch die Gegend laufen kann. Ah, okay. Kannst du ja versuchen, die ganzen Gegner einzuloggen? Das kann ich auf jeden Fall jetzt mal aktivieren. Die sind aber erst gespeichert, wenn dann auch quasi die Gegner wiederbelebt werden, ne? Aber ich glaube, das machen wir dann jetzt. Wir werden noch sehr oft starten, sterben und dann hier wieder anfangen. Ja. Scheint gerade erst dann besser zu funktionieren. Wahrscheinlich funktioniert es einfach besser.
Ach stimmt, treten könnte ich sie ja auch. Hä? Könntest du Darkseid ohne Lock-On nicht vorstellen? Ja, ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass es so einen Unterschied macht. Aber ihr werdet schon einen Grund haben, warum ihr das von mir verlangt. Bevor wir jetzt da runtergehen, gucke ich jetzt erstmal, was da ist. Sonst vergesse ich das. Das habe ich gerade mal so entdeckt. Und dann dahin. Achso, kann ich es aufmachen? Ah, wir öffnen die Tür. Wooden Shield. Jetzt. Oh nein. Wooden Shield irgendwie geiler als. Okay, weniger Damage. Ich nehme an, das gilt dann auch für Rüstung. Aber weniger Gewicht. Ja, benutzen es mal. Ich hau ja irgendwie sowieso nicht mit dem Schild zu. Drück mal X, wenn du auf dem Item bist. Ah, okay, hier ist dann noch wesentlich mehr. Ah, und dann sieht man dann, dass es weniger Damage Reduction hat. Aber mehr Damage Reduction gegen Feuer, also das Heater-Schild, Heat, macht weniger als das Holzschild gegen Feuer. Ach Quatsch, nein, ich bin bei Magic, ich bin in der Zeile verrutscht, ich wollte gerade sagen. Gegen Lightning ist es dann natürlich deutlich besser. Ach, da unten und darunter ist Required Parameter. Ich brauche quasi 8 Stärke. Hier brauche ich nur 7 Stärke. Wir sind bei 13. Ah, okay. Bild mit 100 Physical ist sehr zu empfehlen. Ja, ist natürlich irgendwie geiler, ne? Wenn man gar keinen Schaden davon kriegt, als wenn man nur ein bisschen Schaden davon kriegt. Ich kann ja mal beide hier rein tun und wir können dann mal durchwechseln, je nachdem, ob gerade irgendwie der. Ob ich gegen Zapdos kämpfe oder nicht. Wenn du beide reintust, hast du gleichzeitig das Gewicht beider Schilder? Echt? Ah, okay. Na gut, so dringend muss ich die nicht durch die Gegend wechseln. Dann nehme ich es wieder raus. Dann nehme ich es wieder raus. Ach, hallo? Wer bist denn du? Well now, you seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Erfahrungspunkte gegen Item. Has weapon equipped in right hand. Prevents Estus recovery within a limited area. Achso, das ist dann für die anderen Spieler. Der Key ist natürlich eigentlich ganz interessant. Kann aber sein, dass wir mit dem Hauptschlüssel irgendwie das E aufkriegen. Ja, ich würde aber jetzt keine Erfahrungspunkte ausgeben wollen für irgendwelche Waffen. Wir werden schon noch genügend Scheiß finden. Da müssen wir uns nicht den anderen Scheiß noch irgendwie ins Inventar kaufen.
Weil die Rüstung vielleicht ganz geil wäre. Aber nee. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. Wie, du meinst, es ist gefährlich hier? Dann spielen wir lieber was anderes, oder? Here, I'm not here to chit-chat. We talk business or we talk nothing at all. Here, I'm not. We talk. What a waste of time. Go and fall off a cliff. Nett. Die Dinger werden gesprengt, ne? Ja, er sieht jetzt aber nicht so aus, als ob er irgendwie, als ob er wenig Zeit hätte. Von daher kann er ruhig mal freundlicher sein. Ja. Es hat alles sowas Nordisches. Vor diesen Kisten habe ich irgendwie Angst. Oh Gott, da kam gerade irgendwas, aber das war glaube ich nur aus dem Hintergrund. Ich dachte, jemand schnips gerade einen, ich dachte schon, jemand schnips gerade so ein Streichholz dahin oder so. So. Ist irgendwie auch schon länger her eigentlich, dass sowas Revolutionierendes wie Dark Souls aus Japan kam, oder? Wird der Japan extrem Videospiel dominiert? Und jetzt war aber so seit langem irgendwie eher der Westen am Drücker und Dark Souls ist jetzt mal wieder so eins. FromSoft ist doch japanisch, oder? Oder irre ich mich da gerade? Throwing Knife. Jetzt könnte man darüber springen, aber ich glaube, das ist mir zu... Nee. Revolutionär. Ja, na, ich würde halt sagen, dass es ein extremer Meilenstein war. Allein nur, wenn man sich anguckt, wie viel andere Spiele jetzt so dieses Kampfsystem irgendwie übernehmen. Also wie, dass es quasi nicht nur eingeschlagen hat als erfolgreiches Spiel, sondern dass es im Grunde ein Genre geworden ist. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Ja, selbst Assassin's Creed irgendwie rühmt sich gerade dafür, dass sie im neuen ein Dark Soul-mäßiges Kampfsystem eingebaut haben. Das ist schon... Der Einfluss ist schon groß. Und natürlich gibt es dann auch immer den Unterschied zwischen wir haben es ja das erste Mal gemacht und wir haben es irgendwie populär gemacht. Also klar gab es die meisten Sachen, die irgendwie teilrevolutionär sind, auch schon lange vorher. Aber irgendeiner muss es dann auch erstmal richtig so perfekt hinkriegen, dass irgendwie alle sagen, stimmt, das ist schon ziemlich geil. So. Yeah! Buja! Geht doch!
Ja. Ja, ich finde, es gibt so ein paar Spiele, die halt wirklich extrem viel verändert haben und die ich so als Meilenstein bezeichnen würde. Auch wenn man halt da immer, wenn man jetzt genau hinguckt, dann könnte man auch immer sagen, okay, das gab es aber schon in dem Spiel und das gab es immer schon in dem Spiel. Ach du Scheiße! Also auch so ganz, ganz klassisch irgendwie so ein Zelda oder so, Ocarina of Time, was dann mal gezeigt hat, wie so ein 3D-Action-Adventure irgendwie funktioniert mit diesen ganzen Lock-On-Fähigkeiten und so. Gab's halt auch vorher schon alles mal, aber halt nicht so. Black Firebomb. Also manche Geräusche in Spielen, ne? Dieses Kistengeräusch gerade. Das ist doch auch irgendein total bekanntes Geräusch, was es in ganz vielen anderen Spielen gibt. Aber eher für Türen öffnen. Oh Mann, ey. So, Hollow Warrior Armor. Ah, cool, dann wird auch direkt irgendwie gezeigt, was jetzt besser ist und was irgendwie schlechter ist. Und es ist so ziemlich alles schlechter. Nein? Hätten wir einen besseren Slash-Wert, besseren Pulse-Wert, weniger Gewicht. Ja, es lohnt sich im Leben nicht. Resident Evil 4 hat sehr viele Geräusche von Dark Souls, ja. War das auch Secret of Mana Remake? Was ich auf jeden Fall überall immer höre, ist es, sind ein paar Geräusche von Warcraft 2. Die haben sich halt da in dem Spiel damals noch komplett an so einer Soundbibliothek irgendwie bedient. Und die nutzen halt einfach alle. Macht Sinn irgendwie? Da kommt man bestimmt eh nicht durch. Ja, ich hab mir die Ankündigung da noch nicht so genau angesehen. Ich muss sagen, ich glaube, ich wäre... Moment, ich muss mal gucken. Genau, hier kommen wir her. Ich glaube, ich wäre mehr gehypt, wenn es eine Ankündigung nicht für ein DS wäre, sondern für irgendwie aktuelle Konsolen und PC oder sowas. Weil es halt weniger ein großer Grafiksprung ist, als irgendwie... Nein! Ein neuer Stil oder ein anderer Stil. Und ich weiß nicht so richtig, ob ich es jetzt nochmal in einem anderen Stil spielen würde oder ob ich nicht, wenn ich jetzt Bock hätte, Secret of Mana zu spielen, dann nicht lieber das Original nochmal spielen würde. Ich glaube, in so einer Grafik, wie sie hier Final Fantasy VII Remake angekündigt haben, da hätte mich das auf jeden Fall mehr gereizt. Ach so, ich dachte, das sah irgendwie so aus, als ob es auf so auf Gamer und so Zeugs auch kommt. Ach so, es ist PS4 Vita PC. Ah, okay. Ich habe es mir nur irgendwie mal so angeguckt und es sah jetzt für mich nicht so aus wie High-End Grafik. Wir haben Probleme mit alten Games. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich hab's mir, wie gesagt, ich warte jetzt auch erstmal ab. Vielleicht ist es ja auch irgendwie super geil. Ich hab's mir nicht wirklich jetzt angeguckt bei der Ankündigung. Irgendwie nur zwei Screenshots gesehen oder so.
Aber ich bin auch generell bei Remakes immer nicht so gehypt. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass ich weniger Probleme habe mit alten Games. Und vor allem das Spiel halt auch so gut genug kenne, sage ich mal. Auch wenn ich es ja leider nie durchgespielt habe. Vielleicht muss ich das auch irgendwann nochmal nachholen. Aber ich mag auch einfach den Stil. Also man muss halt sagen, dass manche Spiele einfach extrem gut gealtert sind. Also bei den ganzen frühen 3D-Titeln und so, da macht da bitte Remakes. Das sieht mittlerweile alles irgendwie nicht so geil aus. Aber die ganzen Super Nintendo-Spiele und so, die sehen in der Regel immer noch fantastisch aus. Du hast das Original nicht gespielt? Na, dann nachholen. Ist immer noch ein super Spiel. Und ist auch gut gealtert. Würde ich jetzt mal sagen. Das Einzige, was mich bei Secret of Mana mal total genervt hat, was aber so ein bisschen halt an der Art des Spiels einfach liegt, ist, wie das mit den Spells funktioniert. Dass du so und so viel Spells irgendwie stacken kannst. Also gleichzeitig mehr oder weniger casten kannst. Und dann irgendwie aufpassen musst. Was noch zählt, was nicht zählt. Irgendwie fand ich das immer ein bisschen doof gelöst. Aber ich meine, es kam irgendwie, weiß ich nicht, 92 oder so. Schon okay, dass es nicht so perfekt ist. Es ist perfekt genug. Nur hau zu, du Lappen! Wir nehmen nicht. Genau, also zum Beispiel das erste Silent Hill, da können sie ruhig mal ein Remake machen, weil es nicht nur schlecht aussieht, sondern auch noch ohne Ende ruckelt. Es gibt ja einen Remake, Shattered Memories für die Wii, aber das ist halt nicht nur ein Remake, sondern es ist halt auch eine Art Neuinterpretation, also es ist schon ein komplett eigenständiges Spiel und nicht nur eine aufgehübschte Variante. Die Nintendo-Dinger gehen noch, aber da würde ich zum Beispiel auch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Ocarina of Time jetzt nochmal irgendwie neu rausbringen würdest auf einer irgendwie potenten Hardware, würde das wahrscheinlich auch nochmal richtig geil aussehen. Und damit meine ich jetzt nicht die Switch, sondern irgendwas, was wirklich Leistung hat. Was auch gleichzeitig heißen wird, wird nicht passieren. Shots fired. Ja, ich meine, wäre das jetzt noch ein krasses Remake, wenn du jetzt sagen würdest, wir machen hier ein Remake für die Xbox 360? Nee. Und die Leistung ist in etwa die gleiche. So. Ich muss hier nicht unten lang. Ich würde aber gerne hier unten lang. Also, ich weiß überhaupt nichts. Ich glaube, ich muss hier nicht unten lang. Ja, oder kommt halt jetzt für die PS3 oder so. Das ist halt dann nicht mehr das Hammer-Grafik-Remake, das sich alle hoffen. Ja, natürlich wird es trotzdem einen riesen Unterschied machen und Breath of the Wild sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Und du hast auf jeden Fall recht, die sind sehr, sehr gut darin, die Grafikschwächen zu verdecken. Also auch ein Mario Kart 8 sieht irgendwie toll aus. Nein, lass mich am Leben! Ich kann mich nicht heilen!
Nein! Ich hätte wenigstens dieses scheiß Item noch nehmen sollen. Okay, das heißt, ich habe jetzt aber alle Seelen behalten und so. Wegen dem Ring, ja, der ist aber jetzt kaputt. Ich sag ja, wie gesagt, auch nicht, dass die Sachen schlecht aussehen. Man sieht nur, dass Breath of the Wild zwar gut aussieht, aber halt nicht mithalten kann mit anderen aktuellen Dingen. So, Stärke war hauptsächlich, wie viel ich austeile, ne? Ich glaube, ich würde noch ein bisschen Endurance steigern wollen. Echt bisschen Endurance, bisschen stärker? Ach so, man kommt, es kommt auch auf die Waffe an, mit was das. Dann cancel ich das jetzt erstmal. Und guck mir die Waffe nochmal an. Und ich nehme mal an, dass man daran sieht, mit was es skaliert, was die benötigten Parameter sind. Also die Waffe braucht 10 Stärke, das heißt, es ist eine Stärkewaffe und sie skaliert nur mit Stärke. Achso, ne, 10 Stärke und 10 Dexterity. Das heißt, sie skaliert mit Stärke und Dexterity, genau wie du vermutet hast. Bei Dex stand jetzt C. Moment, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das will ich mir nochmal angucken. Ja, ja, die Japaner machen vor dem A dann immer noch ein S. Das ist ja das Witzige, dass manchmal quasi S steht für den höchsten Rang und dann gibt es in manchen Spielen noch einen Rang drüber und der heißt dann SS. Und das haben sie oft in der deutschen Version geändert. Teilweise gibt es sogar SSS. Ich glaube zum Beispiel bei Mario Kart oder so haben sie es geändert in irgendeiner Version und das, da haben sie es erst dann durch einen Stern ersetzt und dann gab es einen Stern, zwei Sterne, drei Sterne. Achso, da unten links Parameterbonus CC. Ah, okay. Ich habe jetzt nur unten rechts Required Parameter. Okay. Ja, ich glaube, ich hätte trotzdem gern erst noch mal ein bisschen mehr Endurance. Erhöht Stamina und Defense. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ich glaube, Schaden mache ich genug, wenn ich mit der Waffe richtig treffe. Es läuft aber schon viel, viel besser als das letzte Mal. Und selbst wenn ich hier sterben sollte, läuft es noch viel, viel besser als das letzte Mal. Also jetzt wieder hier.
Da kommt man erst später durch. Oder man kommt da irgendwie hin und ich hab's noch nicht gesehen. Aber ich glaube, hier kann man ja nicht rüber. So, mehr war ja hier nicht. So, die Typen, die da schmeißen, lasse ich jetzt erstmal schmeißen. Hier gehen wir hoch, um den Bogenschützen auszuschalten. So. Ich würde den gerne mal versuchen. Habe ich eigentlich überhaupt irgendwie Schaden an dem gemacht? Ach, wie weit verfolgt er mir denn? 3 Schläge haben getroffen. Zieh den mal irgendwie hier hoch, vielleicht habe ich da mehr Platz. Ey, ich komme nirgendwo hin. Aber es ist ganz gut, dass ich mich da so rausgezogen habe, weil eventuell kommen wir an die Seelen nochmal ran.